Die meisten Stundenkonten, die geführt werden durch die Unternehmen, sind unwirksam mit weitreichenden Folgen, die da heißen, jeder Monat muss dann ausgezahlt werden, kann nicht mehr angespart werden und in den Monaten, in denen der Arbeitgeber vielleicht nicht genug Arbeit hatte, weil er saisonal gesagt hat, ach ja, da rechne ich mit den Plusstunden gegen, da hat er trotzdem voll zu zahlen, ohne dass er Minusstunden gegenrechnen kann. Und das kann sich je nach Mitarbeiterzahl und Stundenzahl, die da so im Austausch zwischen Plus- und Minusstunden sind, erheblich rechnen oder für den Arbeitgeber betriebswirtschaftlich negativ berechnen. Darüber will ich mit dir heute mal ein bisschen plauschen. Mein Name ist Sandro Wulff, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und zertifizierter Mediator. Willkommen in meinem Podcast Einfach Recht, alles rund ums Arbeitsrecht. Ich habe in der vergangenen Woche wiederholte Beratungsanfragen gehabt, weil Arbeitgeber gemerkt haben, Mensch, irgendwie die Mitarbeiter sind zufrieden oder eben unzufrieden mit den Stundenkonten und mit der Auslastung und im Ergebnis ja dann auch mit der Bezahlung. Und die meisten Arbeitgeber arbeiten ja mittlerweile mit sogenannten Stundenkonten. Das heißt also, ja, ich hätte schon fast gesagt Jahreszeitkonten, aber so weit denken die Unternehmen dann sehr häufig nicht, sondern indem sie Stundenkonten führen. Und wenn Plusstunden entstehen, dann werden die Plusstunden eben vermerkt. Dafür kann der Mitarbeiter in saisonal schwankenden Zeiten, wo er weniger eingesetzt wird, dann mal zu Hause bleiben und dann werden die Plusstunden gegengestrichen. Und der Mitarbeiter bekommt aber jeden Monat das gleiche Einkommen. Es entstehen aber keine Überstunden und auch keine Minusstunden. So, und da liegt so ein bisschen das Risiko drinnen. Weil, wenn dieses Stundenkonto nicht richtig gemacht worden ist, und zwar so, wie das Bundesarbeitsgericht das nämlich mal ausgeurteilt hat, dann kann das zur Unwirksamkeit dieses Stundenkontos führen. Und das würde dann bedeuten, dass der Arbeitgeber diese Flexibilität, die er leben möchte, gar nicht mehr leben kann. Denn dann müsste er nämlich das Risiko, ob er Arbeit hat oder ob er nicht Arbeit hat und ob er die Mitarbeiter auslasten kann oder ob er sie nicht auslasten kann, das hat er alleine zu tragen. Das ist grundsätzlich das unternehmerische Risiko. Das kann er ein Stück weit abfangen durch diese Stundenkonten. Wenn er ein solches Stundenkonto nicht wirksam vereinbart, dann muss er rein theoretisch jede Überstunde, die er vom Mitarbeiter verlangt oder die betrieblich notwendig ist, beim Mitarbeiter bezahlen. Und wenn er ihn mal nicht auslasten kann, dann darf er ihm keine Minusstunde schreiben, sondern sein Risiko muss er auch bezahlen und es gilt als Sollzeit. Zum Beispiel bei einer 40-Stunden-Woche setzt er nur 35 Stunden ein, weil er für die 5 Stunden gerade keine Arbeit hat, zahlt er trotzdem 40 Stunden und er darf keine Minusstunden schreiben. Und dieser Vorteil dieser Stundenkonten ist ja gerade diese Flexibilität, die der Arbeitgeber mit den Mitarbeitern gemeinsam hat. Und insofern für beide was Positives, gerade wenn es ja, New Work-mäßig halt auch mit Vertrauensarbeit kombiniert wird. Ja, Vertrauensarbeitszeit auch ein wichtiges Argument zur Mitarbeiterbindung. Und jetzt fällt mir sehr häufig auf, wenn ich mir diese Stundenkontenvereinbarung angucke, dass mindestens ein wichtiges Element sehr häufig fehlt. Und das ist nämlich, dass dieses Stundenkonto immer nach einem Zeitraum von mindestens 12 Monaten einmal schlussgerechnet werden muss. Die Rechtsprechung sagt, nach 12 Monaten muss das Stundenkonto einmal gerade gezogen werden. Dann müssen Plusstunden ausgeglichen werden und mit Minusstunden, dazu muss es eine Regelung geben, wie man damit verfahren möchte. Bestenfalls man bei diesen Minusstunden dann auch die in Abzug bringen kann. Kann man arbeitsvertraglich alles vereinbaren, muss man nur genau hingucken, wie man das vereinbart. Und wenn das Ganze so nicht vereinbart ist, wenn also alleine diese Deadline nach 12 Monaten nicht eingezogen ist, dann kann das schon zur Unwirksamkeit eines Stundenkontos führen, eben mit der Konsequenz, die ich schon dargestellt habe. Das ist also ein kleiner Fehler, der sich enorm auswirkt. Sollte jeder mal in seinen Arbeitsvertrag gucken, insbesondere der Arbeitgeber, und dann vielleicht eine sichere Regelung zum Schutze des Unternehmens einziehen. Ein zweiter Punkt, der an der Stelle auch ein sehr häufiger Fehler ist, ist der,
dass diese Schwankungsbreite von Plus- und Minusstunden, die ich nehmen kann, nach der Rechtsprechung auch begrenzt worden ist. Ja, ich kann also, wenn ich jemanden zum Beispiel 40 Stunden beschäftige, nicht sagen, naja, du pass auf, mal beschäftige dich 20 Stunden und ja, ein andermal nehme ich dann vielleicht 50 Stunden plus in Anspruch. Auch da muss zur Transparenz und zur Klarheit der Regelung, damit der Arbeitnehmer weiß, worauf er sich einlässt, dieser Korridor festgelegt werden. Und dieser Korridor darf maximal 20% nach oben und nach unten abweichen. Heißt, nehmen wir ein Beispiel, 40-Stunden-Woche, 20% von 40 Stunden sind 8 Stunden. 5 Tage, 8 Stunden macht sich relativ leicht zu berechnen. So, das heißt, ich darf maximal schwanken in der Woche, dass ich bis zu 32 Stunden runtergehen darf, wenn ich es als Arbeitgeber anordne. Und auch maximal auf 48 Stunden hochgehen darf. Darüber darf ich nicht gehen. Habe ich eine solche Definition nicht in der vertraglichen Regelung aufgenommen, ist sie unwirksam. Gleiches Problem, unwirksame Stundenkontovereinbarung bedeutet für mich, ich trage als Unternehmer, als Arbeitgeber wieder das volle Risiko. Minusstunden muss ich tragen, Überstunden muss ich zahlen. Und das dann, je nachdem, wie ich den Arbeitsvertrag gestaltet habe, wöchentlich oder monatlich. Das kann zu erheblichen Mehrbelastungen führen. Und hier können wir noch beliebig weit uns bei den Stundenkonten angucken, wo Fehler gemacht werden können. Und da gibt es einige Fehlerquellen, aber wenn ich da einmal investiere und die Verträge sauber machen lasse, dann habe ich Klarheit, Sicherheit fürs Unternehmen. Und natürlich auch für meine Mitarbeiter, gerade wenn ich Vertrauensarbeitszeit leben möchte und damit auch der Mitarbeiter flexibel sein kann. Ja, ist ja nicht nur ein Vorteil für den Arbeitgeber, sondern insbesondere auch für den Arbeitgeber. Also an diesen zwei Beispielen, die ich benannt habe, ist es ganz wichtig, mal drauf zu gucken, da kann ich einiges optimieren. So, und zum Abschluss noch ein Punkt, der in Verbindung gerade auch mit der Wirksamkeit von Stunden- oder Überstundenkonten ganz wichtig ist, das ist die Frage der Ausgleichsklausel oder der Regelung, wann bestimmte Ansprüche zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer verfallen, die sogenannte Verwirkung. Und da kann ich arbeitsvertraglich festlegen, dass das nur 3 Monate sind. Das heißt, Ansprüche, die zwischen den Parteien fällig sind, geht auch wieder für beide. Ansprüche, die für beide Seiten fällig werden dürfen, auch geregelt werden, dass sie, wenn sie länger als 3 Monate nicht geltend gemacht werden, dass sie dann verfallen können. So, klingt wieder sehr theoretisch. Nehmen wir mal ein Beispiel. So, nehmen wir es auch bei den Stundenkonto mal in Verbindung. Du hast in einem Monat, weil das Stundenkonto unwirksam ist, statt 40 Stunden 48 Stunden je Woche gearbeitet, hast also Pi mal Daumen 32 Stunden den Monat mehr gearbeitet. So, dein Arbeitgeber geht auch vom Stundenkonto und von der wirksamen Vereinbarung aus, der hat das als Minusstunden belastet, hat es also nicht ausbezahlt oder als Plusstunden vermerkt. So. In dem Fall ist es so, dass diese 32 Mehrstunden, diese Überstunden bei einem Stundenkonto ja nicht ausgezahlt, sondern fortgeführt werden. Wenn aber das Stundenkonto nicht wirksam vereinbart ist, dann muss es ausgezahlt werden. Und dann müsstest du das ja auf dem Lohnzettel eigentlich sehen. So. Und wenn du das innerhalb von 3 Monaten nach der Fälligkeit dieser eigentlich zu zahlenden Beträge im Folgemonat nicht geltend machst, dann sind sie weg. Ja, so, das heißt, hier siehst du ganz klar und deutlich für den Arbeitnehmer, wenn die Klausel nicht drin ist, gut. Weil, wieso ist das gut? Es verfällt frühestens nach 3 Jahren, weil es gilt die allgemeine Verjährungsklausel. Für den Arbeitgeber erhebliches Problem, weil statt ein betriebswirtschaftliches Risiko zu minimieren auf 3 Monate nach Fälligkeit, trägt er jetzt ein Risiko von 3 Jahren mit sich. So, wenn ich also regelmäßig mehr Stunden abverlange, die dann aber nicht verrechnen darf, dann kannst du relativ schnell hochrechnen bei 3 Jahren, zu welchem enormen Risiko das führt. Das hat in dem Fall, den ich in dem letzten Monat mal zur Gericht die Entscheidung gebracht hat, pro Mitarbeiter, und jetzt muss man sich wirklich
festhalten, pro Mitarbeiter 60.000 Euro ausgemacht. Und das ist eine Summe, wenn ich da 10 oder 100 Mitarbeiter habe und dieses Risiko irgendwo in der Welt rumfleucht, das kann relativ schnell zum K.O. führen. So, das kannst du vermeiden. Einmal die Verträge sauber kontrolliert, ein, zwei Klauseln eingebaut, das heißt hier an drei Stellen dir nur mal gezeigt, wo du hingucken kannst und kurzes Investment, Riesenvorteil und an der Stelle prüf deine Verträge und wenn du dazu Fragen hast, dann wende dich gern an mein Team Arbeitsrecht bei der Kanzlei Wulff und Kollegen. Wir schauen uns das gerne an, basteln dir auch was, funktioniert. Als Mitarbeiter, ja, darfst du vielleicht auch prüfen und im Zweifel mal mit deinem Chef reden, wenn du nicht streiten möchtest. Und wenn du mehr dazu lesen willst, wenn du das Ganze nachlesen möchtest, dann kannst du das auch auf unserem Blog nachlesen und unter www.kanzlei-wulff.de. Jo, nachhören, ansehen kannst du das gerne auch bei YouTube und bei TikTok. Und wenn du mehr davon hören möchtest, dann freue ich mich, wenn du das Ganze hier bewertest, wenn du dem einen Like gibst, wenn du das auch teilst. Und ja, auch das Abonnieren nicht vergessen, damit du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Einfach Recht, dein Podcast rund ums Arbeitsrecht. Bis dahin, dein Sandro Wulff, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und zertifizierter Mediator.